Felix, was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Um ehrlich zu sein, weiß ich das noch gar nicht. Wie, du weißt nicht, was du dir wünschst? Ich habe ja so viele Wünsche, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich gehe mal schnell auf die Toilette. Wartest du auf mich? Ja, mache ich. Nanu, was ist das? Das sieht ja aus wie ein Liebesbrief. Für Lena. Ist der etwa für mich? Von wem der wohl sein mag? Schnell wegstecken, bevor Felix etwas merkt. Schaut keiner in meine Richtung. Lena, kommst du? Ja, ich komme. Felix, warte auf mich. Wer könnte mir denn diesen Brief geschrieben haben? Lena, sag mal, wo bist du mit deinen Gedanken? Ich überlege gerade, was ich dir schenken kann zum Geburtstag. Ich weiß jetzt, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Und zwar möchte ich mit dir Eislaufen gehen. Das ist doch aber kein richtiges Geschenk. Doch, für mich schon. Okay, wenn du das möchtest, gerne. Guten Morgen, Klasse 4a. Guten Morgen, Frau Herold. Heute geht es um das Thema Schmetterlinge. Weiß denn jemand von euch, welche Schmetterlinge bei uns hier in Deutschland leben? Lena, kannst du mir sagen, welche Schmetterlinge bei uns hier in Deutschland leben? Lena, Frau Herold redet mit dir. Was hast du gesagt? Lena, Frau Herold hat dich was gefragt. Hä? Was gibt es denn, Frau Herold? Sag mal, was ist denn los mit dir? Du bist schon die ganze Zeit so komisch. Und Lena, kennst du zwei heimische Schmetterlingsarten? Nee, ich kenne keine Schmetterlinge. Pause. Also Lena, sagst du nun endlich mal, was mit dir los ist? Nix ist los, sagte ich doch schon. Ich kenne dich, Lena, und ich weiß ganz genau, wann du mich anmunkelst. Also, was ist los? Okay, hast du in letzter Zeit mal einen Brief geschrieben? Ja, habe ich. Warum fragst du? Und an wen? Na, an Mama und Basti. Und auch an meine Großeltern. Bonnie, irgendwie ist Lena heute voll lustig drauf. Lena ist total verliebt, das sieht man doch. Echt? In wen? Ach, da fragst du noch? In Felix. So ein schöner Liebesbrief. Ich bin schon ganz gespannt, was drinne steht. Oh, ich bin so aufgeregt. Mein erster richtiger Liebesbrief. Oh, mein Herz schlägt ganz doll. Okay, ich mache ihn jetzt auf. Aber vorher gehe ich nochmal aufs Klo. Lena, ich wollte dich fragen, ob... Lena? Seit wann schreibt Lena denn Briefe? Hat sie etwa einen Freund? Hey Felix, was ist denn? Nichts ist. Ja doch, sonst würdest du ja nicht in mein Zimmer kommen. Ja, stimmt. Ich wollte dich fragen, ob wir zusammen die HSU-Hausaufgaben machen wollen. Ja, gern. Ich muss aber vorher noch schnell was tun. Okay, ich bin in meinem Zimmer. Du kannst ja dann hochkommen. Geht klar, ich komme gleich. Geht klar, Lena. Also, bis gleich. Alles okay? Ja, alles okay. Mach dir um mich keine Gedanken. Wie meinst du das denn jetzt? Nichts, Lena. Alles okay. Lassen wir es. Liebe Lena, rast mein Herz und ich habe Schmetterlinge im Bauch. Er liebt mich. Kein Name, woher soll ich denn jetzt wissen, von wem der ist? Na, den verstecke ich erstmal. Aber wo? Da passt er nicht rein. Ah, hier ist ein guter Platz. Alles wieder ordentlich machen? Okay, man sieht nichts. Bin jetzt da. Bin gerade fertig mit den HSU-Hausaufgaben.
Wollen wir eine Runde mit der Xbox spielen? Oh ja, gerne. Vielleicht gewinne ich ja heute gegen dich. Wie wäre es mit Autorennen? Können wir spielen. Das Herz sieht genauso aus wie das auf meinem Brief. Du magst Herze, oder? Ja klar, jeder mag doch Herzen. Wieso fragst du? Ach, nur so. So schlecht wie gestern hast du ja noch nie gespielt. Lena, ich will jetzt wirklich wissen, was mit dir los ist. Du bist in letzter Zeit so voll komisch. Mensch, Lena, jetzt hör mir doch mal zu. Was hast du gesagt? Siehst du, irgendetwas verheimlichst du doch von mir. Gib es zu, du hast einen Freund, stimmt's? Nein, ich habe keinen Freund. Wie kommst du denn darauf? Und der Brief auf deinem Sofa? Ich habe das Herz darauf gesehen. Welcher Brief? Ey, du, ich habe mal eine Frage. Hast du gestern hier auf dem Schulhof irgendwo einen Brief gefunden? Nee, das tut mir leid. Einen Brief habe ich nicht gefunden, nur eine Trinkflasche. Okay, danke. Hey, ihr beiden, hört mal zu. Ich habe mal eine Frage. Ist mir zwar etwas unangenehm, aber habt ihr gestern hier irgendwo auf dem Schulhof einen Brief gefunden? Wo sollten der gelegen haben? Zuletzt hatte ich ihn da hinten bei der Rutsche. Sag bloß, du hast deinen Liebesbrief geschrieben. Schon okay, ich hätte euch lieber nicht fragen sollen. Ah, die beiden könnte ich doch auch mal fragen. Und für wen ist dann der Brief? Hey, ihr beiden, ich möchte euch ja nicht stören, ich habe mal eine Frage. Ja? Mir ist das total peinlich, aber hat einer von euch beiden gestern hier auf dem Schulhof einen Brief gefunden? Ich muss ihn vor Schulbeginn verloren haben. Was, der Brief ist von dir? Ja, der ist für das schönste Mädchen hier in der ganzen Schule. Und ich will sie unbedingt kennenlernen. Ach, dann war der wohl gar nicht für mich? Nee, der war für meine Lena. Aber gut zu wissen, dass du den Brief hast. Könntest du ihn mir morgen wiedergeben? Mhm. Also, dann war dieser Brief gar nicht für deinen Freund? Nein, wie kommst du denn darauf? Naja, ich habe ihn doch gestern in deinem Zimmer auf dem Sofa liegen sehen. Und da dachte ich, tut mir leid, Lena, dass ich so voll blöd war. Ich dachte, du hast einen Freund und hast ihm diesen Liebesbrief geschrieben. Oh, alles klar, verstehe. Alles gut, nur schade, dass der nicht von dir war. Freunde für immer, Lena? Freunde für immer. Wo kommt denn die Musik her? Kommt das von draußen? Oh, ein Weihnachtsmarkt! Werd gleich mal fragen, ob wir hingehen. Ja, Lena, was gibt es denn? Mama, ich will auf dem Weihnachtsmarkt. Können wir da hin? Na klar gehen wir, aber wir warten, bis Papa da ist. Und wann kommt der von Arbeit? Ich denke mal, dass er gegen 15.30 Uhr, 16 Uhr zu Hause sein wird. Oh, klasse, muss ich gleich Felix sagen. Jetzt muss ich doch mal schauen, was da unten los ist. Oh, wie cool, da ist ja ein Weihnachtsmarkt aufgebaut. Juhu, ich liebe Weihnachtsmärkte. Schnell zumachen, draußen ist ja voll kalt. Hey Felix, okay, hast du schon gesehen? Oh, ich bin ja so froh, dass es doch noch einen kleinen Weihnachtsmarkt gibt. Ja, und das Beste ist, wir gehen da heute noch hin. Echt, das ist ja klasse, vielleicht gibt es ja sogar eine kleine Eislaufbahn. Das wäre ja cool. Ach, da fällt mir gerade ein, ich habe ja gar keine Schlittschuhe. Oh, klasse, Mama ruft mich an. Hallo Mama, schön, dass du anrufst. Weißt du was, wir gehen heute auf den Weihnachtsmarkt. Ja, in der Matheprobe habe ich eine 2 und Lena auch. Wirklich? Juhu, das ist eine tolle Überraschung. Ich freue mich, Mama. Okay, Mama, ich hab dich lieb. Ciao. Juhu, Mama, Basti und Lisa kommen zu Weihnachten. So toll. Echt? Und wo schlafen die? Ich weiß nicht, vielleicht im Hotel? Im Hotel von meiner Tante? Ich habe keine Ahnung, Lena. Martina, hat meine Mama mit dir schon telefoniert? Die wollen über Weihnachten nach Plymouth City kommen. Juhu, ich freue mich so.
Miriam hat mich noch nicht angerufen. Was, die wollen kommen? Wirklich? Ach, das ist ja toll. Irgendwie habe ich den Winterblues. Demen, nicht mit dem Keks so rumkrümeln. Demen, Mama geht sich mal schnell etwas Wärmeres anziehen. Das ist ja so kalt geworden. Aha, Martina scheint dekoriert zu haben. Hallo, junger Mann. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Oh, die sollte mal geölt werden. Na endlich, dann können wir ja jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Wo wollt ihr denn hin? Hallo, ihr beiden. Wir wollen auf den Weihnachtsmarkt, der gegenüber ist. Martina hat es versprochen, dass wir gehen, wenn du da bist. Aha, ja, natürlich gehen wir. Aber lasst mich vorher noch schnell eine heiße Dusche nehmen, okay? Und ich würde ganz gerne noch eine Tasse Kaffee trinken. Ist das gestattet? Okay, Papa. Da bist du ja. Die Kinder haben es dir schon gesagt, oder? Ich gehe schnell duschen und danach möchte ich noch einen leckeren Kaffee trinken. Und ich rufe in der Zwischenzeit Miriam an. Mama, ich möchte mit dem Karussell fahren. Jeder darf einmal mit dem Karussell fahren, wenn er möchte. Eine Fahrt 2 Euro, bei 3 Fahrten zahlen sie 5,50 Euro. Bist du dir sicher, dass Demen schon alleine im Karussell fahren kann? Wolfram, das ist ein Kinderkarussell, natürlich kann er da alleine mitfahren. Ich weiß nicht, Martina, ich finde Demen ist dafür noch etwas zu klein. Ich will auch die Karussell fahren. Also dann nichts wie hinein mit dir, die Fahrt beginnt in Kürze. Wolfram, Sarah und Lena sind in dem Alter auch schon mit dem Kettenkarussell gefahren, hm? Du machst dir immer viel zu viele Gedanken. Ja, das war ja ein Riesenspaß, hm? Ja! Hä? Was ist denn nur los? Schneller! Juhu! Was? Nur so kurz? Oh nö, ich will noch mal fahren. Weißt du, auf was ich mich freue? Auf den Kinderpunsch. Der schmeckt immer voll lecker. Ich will mir auf jeden Fall noch ein Lebkuchenherz für mein Taschengeld kaufen. Die vom Weihnachtsmarkt sind besonders lecker. Felix, Lena, hört ihr mir mal bitte kurz zu? Wenn ihr möchtet, könnt ihr alleine über den Weihnachtsmarkt laufen. Wir treffen uns dann später hier am Karussell wieder. Oh, echt? Dürfen wir? Klasse! Was wollen wir denn zuerst machen, Felix? Lass uns doch mal schauen, was es hier so alles Schönes gibt. Das ist ja eine komische Krippe. Die ist eben aus Holz. Du, Lena, ich habe da hinten eine Eislaufbahn gesehen. Wollen wir da hin? Oh ja, das ist so ein schöner Weihnachtsmarkt. Findest du nicht auch, Felix? Hä, das ist doch MJ. Hallo, MJ. Cool, dass du auch hier bist. Hallo, Lena. Mama und Papa, sind die auch da? Hallo, Tante Sibylle. Ja, die sind auch hier. Ah, gut zu wissen. Ich werde sie bestimmt finden. Mama, kann ich mit Lene und Felix über den Weihnachtsmarkt laufen? Ja, natürlich. Aber bleibt zusammen, okay? Ja, machen wir. Schlittschuhe laufen würde ich auch gerne mal. Kannst du überhaupt Schlittschuh laufen? Weiß ich gar nicht. Habe ich noch nie gemacht. 2,50 Euro macht das dann bitte. Dreimal Schlittschuhe bitte. Für alle drei zusammen 7,50 bitte. Also meine passen. Meine passen auch. Sind wir alle fertig, können wir endlich auf die Eisbahn? MJ, halte dich am besten an der Bande fest.
Wieso denn? Ist doch ganz einfach. Ist wie in deiner Fahne. Oh je, ob das gut geht? Nix passiert. Ist wohl doch nicht wie in deiner Fahne. Ich glaube, ich warte lieber draußen auf euch. Das ist wohl doch nichts für mich. Wollen wir uns an den Händen im Kreis drehen? Oh ja, das versuchen wir mal. Nicht so schnell, warte. Ah, Hilfe! Autsch. Oh je, hast du dir wehgetan? Bin nur total erschrocken. Lena, alles klar bei dir? Ja, alles okay. Okay, wollen wir wieder aufstehen? Nicht, dass wir noch krank werden. Das hat voll Spaß gemacht. Wollen wir nochmal? Ja, wenn du möchtest, na klar doch. Du hast da etwas auf deiner Wange. Ja, wo denn? Na, hier, Lena. Hallo, Lena. Hallo, Felix. Ach, hier seid ihr. Wir suchen euch schon überall. Wollten wir uns nicht vorne am Karussell treffen? Du hast recht, Felix, aber wir haben beschlossen, dass wir hier gleich noch eine Bratwurst essen. Also kommt ihr, Papa hat sie schon angestellt. Ja, wir kommen.